Ja, hallo, schönen guten Tag. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Shogi Banoki Daily, deine tägliche Dosis Angeberwissen. Neben mir, da sitzt der Sascha Ehlert. Und eigentlich müsste er jetzt sagen, dass ich der. Ja, ja, du bist der Marc Hagenbeck. Entspannte Marc Hagenbeck. Du bist nicht entspannt, du bist total Schwulette heute. Das gibt's ja gar nicht. Wir haben heute den 24. September, Welt-Marc Hagenbeck Schwulentag, muss ich sagen. Ja. 24. September. Wer hat da Geburtstag? Das ist echt lustig, weil ich da letztens erst noch eine Doku drüber gesehen habe. Die Uschi Obermeier. Uschi Obermeier hat Geburtstag. Ja, Mitglied der berühmten Kommune 1 aus den 68ern. Ja. Ja. Die war doch mit hier, wie hieß er, Fritz Teufel oder wie hieß er zusammen? War das Fritz Teufel? Aber ich glaube, Fritz Teufel war Mitglied der Kommune. Kann sein, ja. Fandst du die Uschi Obermeier, also damals jedenfalls in dem Zustand, attraktiv? Ich meine, gut, das Bild ist natürlich nicht gut ausgewählt. Es gibt auch ein paar Nacktfotos von ihr, soweit ich weiß. Die war ja schon ganz nett. Ne? Ja, also heutzutage, ich meine, früher war es sicherlich ein Skandal, ne, mal ein paar Brüste zu sehen, irgendwo in der Zeitung oder im Fernsehen. Heutzutage, ich meine, das jagt mich jetzt auch nicht mehr vom Sofa hoch, ne? Oder? Oder ins Sofa rein. Oder ins Sofa rein. Ja. Nee, also nee. Das ist ganz nett. Also, am 24. Ja. September 2002 ist Angela Merkel Fraktionsvorsitzende der CDU-CSU geworden. Ja, genau. Ja. Angela Merkel 2002, da wurde sie zur Chefin. Und dann? Ja. Und dann kurz danach? Zicki-Zacki? Zicki-Zacki? Bundeskanzlerin. Hat sie eine steile Karriere hingelegt. Also von daher kann man das schon mal... Steile Karriere mit fast nichts sagen. 24. September, was war da noch? Ja, da haben wir den Tag der Raumfahrt. Tag der Raumfahrt. Der wurde 1998 ins Leben gerufen. Jawohl. Bist du schon mal im Weltall gewesen? Geile Frage, oder? Ja. Nein, nee. Ich war noch nie im Weltraum. Ja, Würde aber in der Tat, also ich würde es gerne mal machen. Es ist ja, die sind ja heutzutage schon so weit, dass man bald auch Touren zum Mond machen kann. Du musst körperlich so viel mitbringen. Ich bringe körperlich einiges mit. Ja, das sieht man nicht Masse, durch die Tischplatte. Nicht nur Masse, du musst ja ganz viele, ach komm. Wenn der 12G auf deinen Körper wirken, dann kollabierst du doch. Ja, aber das wäre es mir. Weißt du, was G ist? G. Ja, ich gehe gleich. Buchstabe, ja, ja. Ich gehe gleich. Ja, ist ein Buchstabe. Nee, das ist ja diese Beschleunigungs-, was dann... Die Gravitation. Gravitation. 9,81. In G ausgedrückt, genau, um zu schauen, wie hoch ist die Belastung. Ja. 1960 ist der, am 24. September 1960 ist der erste atomgetriebene Flugzeugträger der USS Enterprise, also die USS Enterprise, so hieß der, vom Stapel gelassen worden. Das heißt, die USS Enterprise ist damals ins Meer hinaus entlassen worden. Und war bis 2014 auch noch Betrieb. Wow. Ja. Auch zweifelhaft gut, aber ist halt so gewesen. USS Enterprise. USS Enterprise, genau. Also ich bin gerade am Überlegen, 1960 ist eigentlich die USS Enterprise im Weltall in der Serie später gewesen? Oder ist die USS Enterprise danach benannt worden? Ich glaube... Also, was war vorher? Ich glaube, die Serie müsste vorher gewesen sein. Vorher? Ich glaube, die Serie war vorher. Also in den 50er Jahren? Hm. Nee, oder? Wenn das jemand weiß, dann schreibt das mal in die Kommentare rein, ob die Enterprise im Weltall früher war oder ob der Flugzeugträger früher war. Hm. Das ist doch mal eine interessante Sache. Also wer wurde nach was benannt? Und wer von euch guckt überhaupt die Serie? Oder guckt ihr irgendwas an? Star Trek. Raumschiff Enterprise, kennt man doch. Raumschiff Orion zum Beispiel. Ja, Raumschiff Orion. Die war auf jeden Fall vor dem Flugzeugträger. Obwohl, bin ich auch nicht so sicher. Nee, die war schwarz-weiß. Aber schwarz-weiß in Deutschland heißt ja nicht schwarz-weiß in den USA. Stimmt, das Orion war ja deutsche Produktion. Kollege. Du hast auch nicht so viel Ahnung. Aber das wird doch 60er Jahre gewesen sein, so rum. Also das müsste 60er. Also es war, ich glaube, die USS Enterprise. Ich würde sagen, ich lege mich fest, Flugzeugträger war vorher. Ja. Ja, genau. So, und jetzt habt ihr ganz viel Angeberwissen und könnt es raus in die Welt schaffen. Heute könnt ihr erzählen von dem Flugzeugträger, könnt ihr erzählen von Angela Merkel, könnt ihr erzählen von... Uschi Obermeier. Uschi Obermeier und was noch? Und von dem... Ja, da hatten wir ja gerade Raumfahrt. Achso, heute ist ja Raumfahrtstag. Raumfahrt. Ja. Raumfahrt. Cheerio, Miss Sophie. Houston, we have a problem. Schon wieder Houston gesagt.